Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und tatsächlich, ne, habe ich nämlich mal ein bisschen zeitlich geguckt. Wir haben jetzt gerade, wo ich es aufnehme, den 30.08. Also ihr seht diese Folge hier am 31. und am 8.08. kommt schon NBA 2K raus. Deswegen muss ich mal gucken, wird das hier wahrscheinlich schon die zweite und letzte Saison? Eigentlich wollte ich länger diese Serie hier starten, aber irgendwie ist das zeitlich gar nicht mehr so möglich, ne, weil bald NBA draußen ist. Das heißt, wir befinden uns echt schon an der Zielgeraden hier. Ich muss aber mal gucken, wie wir das vielleicht irgendwie machen, weil eigentlich wäre das geil gewesen, mit Saint-Étienne ein bisschen länger noch zu zocken, ne? Aber ja, auf jeden Fall heißt das, befinden wir uns eigentlich so gesehen jetzt schon in der letzten Woche FIFA 23. Ich guck mal, ob vielleicht auf, bei, wobei, ne, ich wollte gerade sagen, ob wir vielleicht bei Twitch zocken, aber das wird nichts, weil dann NBA My Career natürlich gezockt wird. Bisschen schade, weil eigentlich wollte ich daraus hier so ein Langzeitprojekt machen. Aber gut, dann wird es wahrscheinlich dann doch ein Ticken kürzer. Wo ich angefangen hatte, dachte ich eigentlich, wir haben viel mehr Zeit, ne? Aber dann geht die Zeit doch so schnell rum. Aber gut, auf jeden Fall jetzt ein bisschen hier rumgelabert, gerade ein paar Gedanken gehabt, weil einfach der Release von NBA 2K so nah dran ist, ne? Trotzdem wollen wir das Ganze hier natürlich vernünftig abschließen. Und wir gehen auf jeden Fall vor heute gegen SM Chan und gegen Troyes, ne? Dann haben wir auch noch das Pokalspiel gegen Brest und gehen da auf jeden Fall mal rein, ne? Gucken mal, wie das hier so läuft und gucken mal, ob wir hier gewinnen können. Hier haben wir die Aufstellung vom SM Chan mit Mandrea im Tor. Dann einmal die Viererkette mit Aubameyang, Cissé, Diagne und Blackmon. Saletros, Domingue und Aremu. Und dann Sadi, Seri, Stivkovic und Apia vorne. 4-3-3 ist ihm hier beim SM Chan. So spielen sie hier auf jeden Fall. Und wir gucken mal auf die Ausstellung von Saint-Étienne. Und zwar Loris im Tor. Dann eine Viererkette mit Aid Nouri, Longley, Todibo und Sidilia. Kamara und Le Penon hier im ZDM. Mudrik, Olise auf Außen, Hassan im ZDM und vorne dann Tammy Abraham. 4-2-3-1-System, so wie man es kennt vom AS Saint-Étienne, ne? Kouame wird ja nicht mehr mit uns spielen, da der zu PSG gewechselt ist. Und wir gucken mal aber, wie wir hier performen gegen Shaw und ob wir es schaffen, sie zu besiegen oder nicht. Tammy Abraham gut gespielt und jetzt hier Mudrik. Das war kein Abseits. Mudrik. Mudrik! Oh, der Abschluss war nicht schlecht, aber auch nicht gut genug leider, ne? Den Abschluss hat er gesucht, aber leider das Tor nicht gefunden, auch wenn er echt nicht schlecht abgeschlossen war, aber etwas zu weit drüber. Hassan jetzt hier rüber gespielt. Kamara. Jetzt hier Hassan. Le Penon. Kamara. Mudrik! Boah, versucht es, aber trifft ihn leider nicht. Ne? Macht hier leider nicht seinen ersten Treffer für Saint-Étienne. Schöne Schusstechnik grundsätzlich von Mudrik. Leider nicht ganz so platziert, wie es sein sollte. Ah, der Ball kommt, da kommt er gut durch ab, ja. Da kommt er gut durch und Loris hält den. Hugo Loris hält den. Gut gespielt jetzt hier. Zivkovic. Zivkovic, Todibos Grätsche stark. Vorteil, ab ja. Am Ende ist wieder Todibo da. Macht das zweimal stark, ne? Jetzt hier Mudrik. Tammy Abraham. Abraham macht das richtig gut. Und jetzt könnt ihr Mudrik durchlaufen. Mudrik, der Ukrainer. Mudrik. Mudrik hier jetzt mit dem Abschluss und dem Treffer. Er macht seinen ersten Treffer hier für den AS Saint-Étienne, ne? Hat grundsätzlich bisher ein gutes Spiel gemacht. Bisher sollte der Treffer noch nicht gelingen, aber jetzt hat er ihn endlich. Jetzt hat er hier endlich seinen Treffer, ne? Gut durchgelaufen. Und dann der Abschluss, der auch mehr als ordentlich war. Und Mudrik entsprechend hier mit dem 1-0 für Saint-Étienne. Da kann der Keeper den Ball nicht mehr abwehren. Saint-Étienne geht hier in Führung. Und der 60-Millionen-Mann trifft in sein zweiten Spiel hier in der Ligue 1 für Saint-Étienne. Mudrik im 1 gegen 1 schüttelt er den ersten Spieler da ab. Mudrik jetzt hier. Macht das gut und dann der Pass auf Tammy Abraham. Das war gut gespielt. Tammy Abraham verliert den Ball. Junge, da war mehr drin. Und jetzt hier Shaw. Suchen hier jetzt vielleicht die Lösung. Kamara, was für ein Tackling. Stark. Gute Präsenz davon, Kamara. Und geht auch gleich in den nächsten Zweikampf. Oh, stark von Blackmore. Blackmore gut reingespielt, diesen Ball. Und jetzt hier die Möglichkeit. Loris macht das aber stark, ne? Stark gemacht von Loris hier, wie er den Gegentreffer verhindert. Es bleibt beim 1-0 für Saint-Étienne. Die Ecke, Sidia hat den und jetzt haben wir Mudrik und jetzt wird es gefährlich für die Gegenspieler. Mudrik macht das gut, starke Finte. Mudrik jetzt hier.
Modric, und da läuft Olise mit. Modric, gib den ab. Da ist Olise und es steht 2-0. Saint-Étienne, das Spiel ist entschieden. Stark gemacht hier. Der Ukrainer auf den Franzosen und dann steht 2-0 für den AS Saint-Étienne. Und das sollte dann hier der Sieg entsprechend sein, ne? Wichtige drei Punkte, die man hier mitnehmen kann. Aus Schorne, der Mitaufsteiger der letzten Saison. Einfach rüber, für Olise kein großes Problem. Und dann machen das die schnellen Außen dort, ne? Die jungen schnellen Außen hier mit dem Zusammenspiel und dem Treffer. 2-0, Saint-Étienne wird dieses Spiel hier aller Voraussicht nach gewinnen. Selbst der Keeper ist jetzt mit vorne, sehr interessant. Selbst der Keeper ist jetzt mit vorne gewesen, aber da hat Hugo Lloris jetzt erstmal den Ball. Und jetzt hier die Chance wiederum für Saint-Étienne, den Treffer zu machen. Vadji gibt den ab. Und jetzt hier Olise mit dem Abschluss. Olise, sein Abschluss ist nicht drin. Schade. Einfach mal probiert, aber am Ende ist jetzt wieder Vadji am Ballbesitz. Das war nicht gut abgeworfen vom Keeper. Aber gut, Spiel ist rum, 2-0 gewinnt das Ganze hier Saint-Étienne. Sehr, sehr souveräner Auftritt hier von den Gästen, ne? Sehr souveräner Auftritt, 6 Schüsse nur gehabt, der Gegner auch nur 4, also so viele Chancen gab es gar nicht. Aber wir waren hier insgesamt sehr dominant in dieser Partie. Gar nicht spektakulär, aber dominant, nehmen hier die 3 Punkte mit und das ist sehr, sehr wichtig für uns, ne? Dass man das da dementsprechend packt, hier die 3 Punkte mitzunehmen. Abschlussbericht eigentlich zu Bayo, ne? Dem Mann von Lille. Gucken wir mal. Der hat eine 77, okay. Wäre trotzdem ein interessanter Mann grundsätzlich, ne? Stärke, was hat er da? Wo haben wir das denn? 75, okay. Ich habe da halt ein paar Leute auf der Liste, ne? Die man holen könnte. Aber wir gucken mal. Erstmal Bakwa. Der geht jetzt leihweise erstmal zu Sporting, ne? Der geht jetzt erstmal live zu Sporting Lissabon. Wir gehen nochmal ein bisschen vor. Bug war erstmal für ein halbes Jahr ausgeliehen. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir, ne, für den Sturmzentrum? Wir hätten theoretisch immer noch Beto, der sehr, sehr interessant ist. Marko Arnautovic wäre halt irgendwas für eine kurze Zeit oder Bayo, ne? Ist halt die Frage, würden die gerne an uns verkaufen wollen? Ja, wir könnten so mit dem verhandeln, ne? Wäre halt auch ein großer Spieler. Guter Mann, 25 Jahre, wäre halt eigentlich der perfekte Backup, ne? Beto wäre natürlich so die krasseste Lösung hier wirklich mit seinen 1,94, die er groß ist, ne? Das wäre halt nochmal so eine Art Tammy Abraham 2.0 fast schon, ne? Ist halt die Frage, was man da macht, ne? Ob man sagt, man holt Bayo oder man holt vielleicht sogar Arnautovic für ein halbes Jahr. Können wir ja auch mal probieren, ne? Marko Arnautovic dann zu holen für eine kurze Zeit. Vielleicht können wir ja sogar irgendwas anbieten, was sie haben wollen. Zum Beispiel Kamara oder Feri. Dann gibt es dann noch Innenverteidigung, haben wir auch ein paar Leute, ne? Was, wenn wir Umtiti einfach Umtiti im Tausch anbieten? Sie würden es tatsächlich machen gegen Kamara. Und 900k. Machen wir 800k und Kamara. Oh. Das wäre perfekt. Wir würden Marko Arnautovic kriegen. 1,92 groß. Eigentlich genau der Mann, wie wir ihn suchen. Seine Stärke gut ist nicht ganz so krass. Aber dafür ist er halt ein großer Mann, der eine gute Ballkontrolle und Co. hat. Sein Abschluss. Wo haben wir das? Bei 80, ne? Wie sieht's? Kopfball 79, sehr guter kurzer Pass. Wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht Marko Arnautovic als Backup, ne? Er wäre halt ein klarer, erfahrener Backup, aber wieso nicht, ne? Ein Jahresvertrag ist perfekt. Keine Freigabesumme ebenfalls. Er will 47k, das finde ich auch okay. Nur dieser Dingsbonus geben wir ihm nicht, aber wir motivieren ihn ein bisschen. Sollte er 10 Tore schießen, gibt es 235k nochmal oben drauf. Ne, er will lieber den Einstiegsbonus, er will lieber das sichere Geld, okay. Da machen wir aber auch nur 100k draus. Das akzeptiert dann, dann müssen wir nur Kamara opfern und 900k, ne? Und eine Weiterverkaufsklausel von 10%, aber ich denke, die ist irrelevant bei ihm. Ich denke, Kamara ist auch absolut entbehrlich, ne? Das tut jetzt nicht so weh, dass der weg ist. Und mit Arnautovic haben wir wirklich einen richtig geilen Deal.
musst du uns noch nicht mal bei der Konkurrenz dementsprechend hier bedienen. Und mit Arnautovic haben wir, denke ich, einen geilen Backup, ne? Hat jetzt die Nummer 9 tatsächlich. Nee, ich gebe ihm aber eine andere Nummer. Geben wir ihm mal die Nummer... Was geben wir ihm denn mal? Er kriegt auch irgendeine verrücktere Nummer. Das scheint ja bei den Stürmern gut zu funktionieren. 77? Komm, wir geben ihm die Nummer 77, Marko Arnautovic. Dann wird er eben der direkte Backup sein, ne? Gucken wir mal, ob das dann alles so ausgehen wird, wie man es sich erhofft, ne? Übrigens würde ich auch hier mal langsam sagen, dass Boscali Stammspieler ist, ne? Gefiel mir eigentlich besser als Longley. Und ja, gehen wir dann rein, würde ich sagen, in die nächste Partie gegen Troyes. Wir sind aktuell Siebter, ne? Wir sind aktuell Siebter. Ich würde eigentlich gerne noch mindestens eine weitere Saison eigentlich schaffen, aber das wird zeitlich halt ganz, ganz eng. Außer man simuliert halt, aber eigentlich finde ich Simulieren richtig scheiße, ey, sage ich euch ehrlich, ich mag Simulieren nicht. Ist halt die Frage, wie man das macht, ne? Na komm, wir machen es lieber so, es ist lieber eine kurze, geile Serie, als dass man irgendwie hier Scheiße baut und mit Simulieren und so, das ist nicht mein Stil. Lieber habe ich dann am Ende nur zwei Saisons und dann, keine Ahnung, guck mal, ne? Ja, komm. Ärgert mich ein bisschen von der zeitlichen Dings, aber irgendwann ist halt leider auch Schluss mit FIFA, ne? Wie diese zwei, drei Wochen, bis EA Sports FC kommt. Aber wir gucken auf jeden Fall, was in dieser Saison noch möglich ist. Wir gehen rein ins Duell gegen Troyes und schauen mal, ob wir uns hier durchsetzen können. Hier haben wir die Aufstellung von Troyes mit Grabara im Tor. Dann eine Fünferkette mit Larucci, Palmer, Brown, Anton, Salmi und Balde. Tuame, Tardieu und Pal Verza im Dreimittelfeld, Ugbo und Vasquez im Sturm. 5-3-2-System hier bei Troyes. Wir spielen dann, okay, ist mal wieder der Bug. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir spielen mit Lloris im Tor, Sedilla, Simakan, Boscalier und Eid Nouri in der Viererkette, Le Penor, Kamara im ZDM, Molero, Mudrik auf Außen, Hassan im ZDM und Arnautovic im Sturmzentrum. Ja, ich lasse direkt mal Arnautovic debütieren. Ich habe Bock mit ihm zu zocken. Wir gucken mal, was er so leisten kann. Die Partie hat begonnen und wir schauen, ob Saint-Étienne sich wieder auswärts durchsetzen kann. Arnautovic. Le Penor. Le Penor zieht einfach mal ab an die Latte. Junge, was für ein Schuss. Aber der ging leider nicht rein. Jetzt hier Hassan, der leider komplett verzieht. Hassan, stark. Starker Pass. Und jetzt hier Marko Arnautovic. Marko Arnautovic. Marko Arnautovic macht ihn rein. Die erste Chance, die er hatte, ist dann gleich mal drin, ne? Marko Arnautovic in seinem ersten Spiel hier für Saint-Étienne trifft er gleich mal, ne? Und geht dort entsprechend sich hier feiern. Der Österreicher mit 34 Jahren nochmal zu Saint-Étienne gewechselt, hier die Nummer 77 und trifft direkt, ne? Marko Arnautovic verpflichtet und direkt getroffen. Besser geht's nicht, ne? Schiebt den Ball da an den Keeper vorbei. Sehr, sehr nice. Scheint anscheinend zu funktionieren, ne? Wenn du Stürmern hohe Nummern gibst, dann funktionieren die anscheinend ganz gut, denkt sich Saint-Étienne. Dementsprechend Abraham mit der 79, Arnautovic mit der 77. Keine Ahnung, wenn man irgendjemand anderen nochmal verpflichtet. Vielleicht kriegt er dann die 80 oder so. Vielleicht wird er ein Torschützenkönig. Mal schauen. Auf jeden Fall 1-0 hier Saint-Étienne. Oh, Simakan, was macht denn der da? Was macht denn Simakan dort? Das war ein Riesenfehler. Maka. Simakan macht uns einfach hier... Ja, verschuldet diesen Gegentreffer kurz und knapp. Was war das? Was war das von Simakan? Ganz, ganz schlecht, ne? Ganz, ganz schlecht, wie er da aussieht. Sehr, sehr bitter. 1-1. Hartes Foul von Simakan. Einfach mal von hinten reingesprungen, der in Ugbo, muss man sagen, ne? Das war wirklich ein hartes Foul. Es gibt die rote Karte. Also Mohamed Simakan, muss man wirklich sagen, ein Horrorspiel für ihn, ne? Riesenfehler gemacht, das 1-1 hier fabriziert und dann ja, mit der Grätsche hier einfach mal Goodbye gesagt, ne, weil er hier die rote Karte kriegt. Der ist auf jeden Fall mehr als bitter, wie es hier für Simakan gelaufen ist. Und jetzt auch mit der Kopfball, aber der ist dann ungefährlich. Den hat Boscali stark. Jetzt hier Molero. Molero, der Pass ist gut. Marko Arnautovic. Marko Arnautovic hat den Ball. Arnautovic spielt den gut auf Molero. Der gibt den auch nochmal ab. Mudrik nochmal abgegeben. Sie spielen es fast schon ein bisschen zu kompliziert. Arnautovic. Arnautovic zieht einfach ab, aber zu zentral. Der Ball ist aber immer noch gefährlich. Der Ball ist immer noch gefährlich. Marko Arnautovic. Marko Arnautovic. Marko Arnautovic wieder zu zentral leider. Ah, schade. Saint-Étienne kommt zur Chance, aber leider nicht zum Treffer. Und es ist durchaus gefährlich, was der Keeper da macht. Aber
Troyer hat hier erstmal Kontrolle über den Ball. Und jetzt hier die Chance für Troyer. Troyer mit der Chance, die Grätsche kommt. Die Grätsche war hart. Und gibt es die zweite rote Karte korrekt. Boskalli mit der zweiten roten Karte musste da alles reinwerfen, ne? Trifft nur den Mann, trifft da nur Kouame. Und dementsprechend hier der Freistoß jetzt für Troyer. Also zwei Mann weniger, Saint-Étienne, ne? Zwei Mann weniger, Wahnsinn. Und der legt den tatsächlich ab. Wir werfen uns da rein. Le Penot trifft sogar seinen eigenen Spieler. Weiter aber Troyer im Ballbesitz. Gut mit der Hacke gespielt. Jetzt hier der Schuss, aber Loris hat den. Hugo Loris hat den. Ecke. Wir sind nach wie vor in Gefahr. Wir sind nach wie vor in Gefahr hier. Der Ball, ja, den haben wir. Und jetzt Eid Nouri. Jetzt in die andere Richtung. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Eid Nouri. Cuadrado ist da im Zentrum. Eid Nouri jetzt hier. Eid Nouri, der hohe Ball auf Juan Cuadrado ist richtig gut. Juan Cuadrado, was macht der denn der? Warum nimmst du denn nicht die Pille? Ach Junge, das war eine große Chance. Spiel ist rum, 1-1. Nur ein 1-1, das ist ein bisschen enttäuschend gegen Troyer, ne? Das ist nicht nur ein bisschen enttäuschend. Nur ein 1-1 ist mir eigentlich zu wenig. Aber gut, lässt sich nicht mehr ändern, ne? Lässt sich nicht mehr ändern, wir gewinnen hier auch nicht. Und müssen uns damit im Unentschieden zufrieden geben. Wir haben auf jeden Fall ein paar Nachrichten. Ja, gut. Zwei Sperren natürlich. Leihangebot für Kamiri, das lehnen wir ab. Macht für uns jetzt natürlich keinen Sinn. Nächstes Duell ist hier gegen Brest im Pokal. Irgendjemand hat Interesse am Wanderson. Und zwar Monaco tatsächlich. Oder wer? Boca Juniors. Ja, typisch FIFA, ne? Als wenn Boca... Ja gut, reden wir nicht drüber. Wir gehen ins Pokalduell gegen Brest und gucken, ob wir uns hier durchsetzen können. Hier mit die Aufstellung von Saint-Étienne mit Hugo Lloris im Tor. Dann Sidia, Todibo, Longley, Eid Nouri, Le Penot, Camara, Molero, Modric, Hassan und Marko Arnautović darf wieder von Anfang an ran. 4-2-3-1 ist die mir bei Saint-Étienne. Keine Rotation, auch wenn das hier Pokal ist. Ich will den möglichst gewinnen, ne? Ich will den möglichst hier wieder verteidigen, den Titel mit Saint-Étienne. Auch wenn hier Brest vielleicht ein Gegner ist, den man auch mit ein bisschen Rotation schlagen könnte, will ich hier einfach nichts riskieren, ne? Wir haben auf jeden Fall dann hier Coudert im Tor, Duvene, Dari, Kouki, Bessier, Mbok, Magneti, cooler Name, Ndiaye, Akontele, Durand und ganz vorne dann noch Pereira Lage. 4-3-3-System hier bei Stade Brest, die hier als klare Außenseiter gelten, ne? Auswärts in Saint-Étienne. Aber man weiß ja nie, im Pokal ist immer alles möglich. Modric. Modric. Macht das stark, Modric. Modric gibt den gut ab. Marko Arnautović und dann haben wir das 1-0. Modric auf Arnautović, ne? Die beiden Neuzugänge hier im Winter treffen dann direkt mal. Arnautović, zweites Spiel, zweiter Treffer. Und das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man mal bedenkt, ne, Tammy Abraham zuletzt ein bisschen hier und da Probleme gehabt. Also ist nicht mehr der, gut, ist nicht mehr der Topscorer, wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ist auf jeden Fall nicht mehr derjenige, der jetzt jedes Spiel blind ein Tor macht. Das ist natürlich wichtig, wenn man da jetzt einen Backup hat, der zuverlässig trifft. Und Arnautović zwei Spiele, zwei Tore, das ist eine Ansage. Ne? Also auch hier muss man ja sagen, so bitter es war, Kouame verloren zu haben. Der war ja alles andere als in dieser Saison ein zuverlässiger Backup in Sachen Tore schießen. Und Arnautović auch noch mit so einem Superpass auf Hassan jetzt hier. Und Hassan, das war ein schlechter Abschluss. Schlechter Abschluss von Hassan, sonst steht es hier ganz schnell 2-0. Und dann wäre das Weiterkommen hier im Pokal fast schon gesichert, ne? Der hohe Ball. Na, Modric, vielleicht können wir Dauerdruck hier machen. Modric auf Arnautović. Der gibt den wieder auf Hassan und Hassan hier wieder mit der Chance. Also wir haben keine 9 Minuten gespielt und Saunted hier mit 3 großen Chancen. Wahnsinn, was die hier für einen Druck erzeugen, ne? Modric auf Arnautović und der jetzt wiederum auf Modric und jetzt könnte es richtig hart werden hier für Brest. Modric macht das stark, wie er da ins Zentrum geht. Jetzt hier der Pass auf Hassan, super abgelegt auf Marko Arnautović und der verzieht den Ball. Ah, bitter, das war super gespielt von Saunted hier. Zack, zack. Und dann Arnautović kommt eigentlich frei zum Schuss, ne? Muss den eigentlich machen, macht ihn aber leider nicht. Oh, kurz gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, war es nicht. Arnautović, Arnautović.
2-0. 2-0, Marko Arnautović, ganz cool dann, ne? Ganz cool hier geblieben. 2-0, Marko Arnautović, 3 Tore in 2 Spielen jetzt. Und ich denke, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, Saint-Étienne ist damit weiter. Weil das sieht schon sehr, sehr gut für sie aus. Also Arnautović kommt zu Saint-Étienne, trifft direkt, er macht gleich mal Kouame vergessen. Und nicht nur das, er macht auch Tammy Abraham von Tag 1 an Konkurrenz. Ach, guter Pass, war es abseits? Anscheinend nicht, kein Abseits, und was für ein Abschluss. Also das war ein richtig guter Abschluss hier von Pereira Lage. Brest ist wieder back, ne? Aber das war wirklich mal ein richtig entscheidender Abschluss, richtig ohne Gnade, ne? Matthias Pereira Lage hier, aus 17,2 Meter fetzt er das Ding einfach mal rein. Loris ist da komplett übermannt. 2-1, Brest ist back. Und jetzt hier, ja, Brest. Boah, sie kommen hier nochmal zum Angriff, sie machen das gut. Können sie hier doppelt zuschlagen oder was? Pereira Lage, Loris hat den Gott sei Dank. Aber man muss aufpassen, Brest hat Bock. Und jetzt hier Hassan. Hassans passt es aber auch richtig gut. Arnautović. Arnautović setzt sich da gut durch. Macht das hier nicht ganz perfekt, aber hat den Ball nach wie vor. Arnautović, was hast du jetzt vor? Jetzt zeig mal deine Qualitäten hier im 1 gegen 1. Hat den Ball nach wie vor. Spielt den rüber. Modric mit der Flanke auf Molero. Der kommt sogar an. Molero. Kein Foulspiel. Extrem viel geht heute über seine Seite. Und das macht er so gut, wie er den Gegenspieler da aussteigen lässt. Modric hier nach wie vor im Ballbesitz, dreht sich da gut um sich selber, hat immer noch den Ball, macht das stark und lässt er den nächsten dort stehen. Ja, macht das super. Modric jetzt hier, immer noch im Ballbesitz. Modric, nicht aufzuhalten. Modric, gibt den Ball da schön ab. Marko Arnautović mit dem Tor des Jahres. Marco! Arnautović! Boom! Also Modric super und dann batz, macht er den. Macht er den so geil. Macht er den so geil. Arnautović denkt sich so, Backup für Kouame? Nein, 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 nein. Ein Marko Arnautović muss Stamm spielen. Oh yes. Oh yes. Auf jeden Fall hier das 3-1. Ein spektakuläres 3-1. Marko Arnautović, also besser kannst du dich nicht vorstellen beim neuen Club. Jetzt hier. Ah, das ist die Chance für Brest. Das ist die Chance für Brest an dem Pfosten. Junge, also Brest ist sowas von in diesem Spiel, ne? Die darf man nicht unterschätzen. Die sind auch in der Lage, 2 Tore zu machen. Aber jetzt hier Modric und der schickt Arnautović perfekt. Marko Arnautović. Marko Arnautović, was hast du jetzt vor? Marko Arnautović. Eiskalt. 4-1. Das ist bitter für Brest. Das ist so bitter für Brest, ne? Ich meine, sie sind kurz davor, das 3-2 zu machen. Und dann kommt Marko Arnautović und macht hier halt einfach das vierte, ne? Er macht einfach das vierte. Stark gemacht von Arnautović. Keine Chance für den Keeper. Für Brest ist es hier wahrscheinlich das Aus, nachdem man so knapp davor war, wieder richtig dran zu kommen. Pereira hier mit dem hohen Ball. Ah, den haben wir. Zidia. Arnautović. Arnautović. Oh, und der lässt ihn einfach durchlaufen. Der lässt ihn einfach durchlaufen. Das ist keine gute Idee gegen Marko Arnautović. Marko Arnautović. 5-1. 5-1. Es ist sehr ruhig geworden nach dem 4-1, muss man sagen. Hier war nicht mehr so viel los, ne, weil Saint-Étienne wusste, okay, wir sind weiter. Brest wusste so ein bisschen, ey, okay, das wird heute nichts mehr. Aber jetzt kommt nochmal Marko Arnautović und macht damit 5. Macht damit 5 Tore. Du denkst in dieser Saison, wow, Bamba hat man im Spiel 4 gemacht. Du denkst dir in einem anderen Spiel, wow, Tammy Abraham hat das Ganze sogar nochmal getoppt. Und dann kommt einfach ein Marko Arnautović. Ist gerade mal seit 2 Spielen in dieser Mannschaft und trifft jetzt in ein Spiel 5 Dinger. Das Spiel ist rum, 5-1 gewinnt hier Saint-Étienne. 5-1 dank diesem Mann hier. Marko Arnautović. 7 Schüsse, 5 Tore. Der Typ ist doch der Wahnsinn. Wie kannst du denn bitte zu einer neuen Mannschaft kommen und im zweiten Spiel 5 Tore machen? Wahnsinn. Also wirklich, einfach nur Wahnsinn. Mehr als verdient weiter. Was soll man da großartig zu sagen, Leute? Was soll man da großartig zu sagen, außer dass Marko Arnautović ein Verrückter ist? Außer dass der Typ ein Verrückter ist, ne? Wir gucken uns mal die ganzen Duelle im Pokal an. Schauen mal. Ne, nicht Trophy die Champions, sondern Coupe National. PSG hat 3-1 verloren. Wow. PSG ist einfach mal draußen. Metz besiegt auch noch Lyon. Wow. Okay.
Also das sind gute Vorzeichen, dass wir uns diesen Pokal, um ehrlich zu sein. Also das ist möglich. Das ist möglich, dass wir uns den Pokal holen. Wer ist denn unser nächster Gegner? Nîmes. Weil halt einfach Lyon raus ist. Weil PSG draußen ist. Monaco ist weiter. Und Lens ist auch weiter. Und Nizza ist auch raus, okay. Also sind viele machbare Gegner für uns, ne? Vor allen Dingen auch noch Lens spielt dann wiederum gegen, also Lens, ne, gegen Olympique Marseille. Lille gegen Champ, okay. Aber eigentlich sind es dann nur noch Monaco, Lille und einer von den beiden hier zwischen Marseille und Lens, ne? Ist möglich, den Pokal zu verteidigen, Leute. Gucken wir mal, ne? In der nächsten Folge beenden wir auf jeden Fall die Transferphase. Ehe es dann eben weitergehen wird, ne, mit dem Sportlichen. Dann gucken wir auch irgendwann, wann, gegen wen wir in der Euroleague spielen. Wir gucken mal, was alles möglich ist. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.